Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten-Ratut beim Clan True Warriors. Oh, falsches Spiel. Eieiei, da war ich ja noch auf meinem Desktop. Das tut mir natürlich unendlich leid. Ich lasse das mal eben. Ich muss hier mal eben raus. Spiel beenden. So, bestätigen. Aber ihr habt es gesehen. Ich habe es endlich installiert bekommen. Und wo wir schon auf meinem Desktop jetzt sind, gehen wir auch gleich rein, aber noch nicht ins Spiel, sondern ich gehe erstmal hier hinten. Ihr seht das im Hintergrund, mein Browser ist auf. Und das hat den einfachen Hintergrund. Ja, vielen Dank. Das sind die ganzen Dorfbesuchsanfragen hier. Und ihr seht das hier oben bei Überprüfung ausstehen. Also, weil ihr euren Tag immer mit reinschreibt, mit Hashtag, sind hier einige Sachen gesperrt. Und ihr werdet die in den nächsten Tagen aber sehen. Also eure Kommentare und ihr seht, wie viel das hier sind. Das sind nur die gesperrten Kommentare. Es gibt ja noch, ich sage mal, die nicht gesperrten Kommentare unter meinem Video. Also es gibt reichlich zu tun. Dafür bedanke ich mich natürlich auch. Und es freut mich, dass euch so ein bisschen diese kleine Serie gefallen hat. Aber ja, wie gesagt, Fortnite habe ich jetzt endlich installiert bekommen. Denn es hat sich bei mir nicht gepatcht. Ganz, ganz komischerweise. Und ich habe es gestern nochmal neu installiert. Und ja, mal gucken, ob ich das suchte. Ich musste mich erstmal bei einem meiner Söhne ein bisschen schlau quatschen. Aber wir gehen mal rein in Clash of Clans hier. Hier sind wir in meinem RH10-Dorf. Und was mir so ein bisschen missfällt, muss ich sagen, das ist nicht negativ gegen meine Community gemeint oder gegen irgendjemanden. Aber bitte, bitte lasst diese Einladung sein. Ja, diese Einladung, die kein... Ich meine, jedes Mal, wenn ich einlogge, habe ich neue Einladungen. Und ich verlasse im Moment mit dem Thorsten diesen Clan erstmal nicht. Denn ich muss mich erstmal so ein bisschen in Rathaus 11 hier regenerieren. Auch der Christian hier vom Clan Clash Empire hatte hier auch schon angefragt. Also auch bei meinem anderen Account so ein bisschen, ein ganz, ganz kleines bisschen nervt es mich. Ich meine, ich klicke die raus und ich werde die nächsten Tage auch meine Friendslist wieder frei machen. Ihr seht auch das hier. Ich glaube, die geht bis auf, ich muss mal eben gucken, 44, 45. Die geht bis auf 100 runter. Also ich bin ja damit drin auf 101. Auch die wird wieder geleert. Das dürft ihr mir nicht nachsehen. Also ich habe, piep, piep, ich habe euch alle lieb. Und ja, fehlen darf man hier im Clan, wo wir jetzt eigentlich beim eigentlichen Thema hier sind. Denn im letzten CK, ihr habt das ja so ein bisschen live mitverfolgen können, unsere Serie. Ich muss es nochmal raussuchen, wann wir unseren 275. Sieg eingefahren haben. Aber so richtig viel tut sich hier nicht. Ich belächle das ja so ein bisschen, weil es ist ja auch ein Spiel. Aber ihr seht das, wir haben hier richtig Kante gekriegt vom Gegner. 69, 78 und warum darf man hier auch fehlen? Auch solche Leute wie der Norman hier beispielsweise, der mal so einen richtig kacke Tag gehabt hat. Also mit zweimal 0 Sterne, das tut natürlich oben richtig, richtig weh. Und dann auch der Swash und ja, Tesh und ich, wir sind so ein bisschen auf Augenhöhe hier, denn wir sind frisch Rathaus 11, sie ist ein ganz kleines Stück weiter als ich. Aber ihr seht das auch hier, auch wir tun uns echt schwer. Sie auf 9, ich auf 10, jeweils nur einen, also da... Da können wir uns echt die Hand reichen hier und das, ich habe es auch vorher angekündigt. Es ist nicht einfach und im zweiten haben wir dann wenigstens, ich glaube, sie hat dann meinen Elfer auf 2 Sterne gemacht und ich noch einen Zehner auf 2. Aber es hat halt nicht gereicht. Und deswegen kann ich euch aber trotzdem noch ein paar Kämpfe zeigen. Also wundert euch nicht, der Gara hat es total verpennt, hier mit beiden Accounts anzugreifen. Raphael ist leider draußen. Ja, und der Gegner hat es einfach ein bisschen besser gemacht, hat es ein bisschen besser kompensiert. Das haben wir nicht geschafft, also vor allen Dingen hier im 11er Bereich haben wir diesmal wirklich, wirklich stark geschwächelt. Im unteren Bereich sah das ganz stabil aus. Das wird sicherlich dieses Mal nicht so sein. Ich muss mal eben schauen. Die haben wir, das sind glaube ich sogar Kämpfe, die wir noch live im Stream gesehen haben. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, denn vieles gucke ich ja auch nicht doppelt. Ich gucke mir zwar die Streams an, aber ich spule dann auch immer vor auf so ganz, ganz markante Stellen. Das habt ihr ja gestern mitbekommen. Und wir schauen mal, wie sich die Wiki hier schlägt. Aber ich glaube, sie macht das mittlerweile recht professionell, weil sie auch einen guten Lehrer hat, nämlich den Hocke. Und die beiden clashen hier, ja, nicht um die Wette, aber sie betteln auch mal ganz gerne im Nachtdorf. Und ich will nicht wissen, was da dann losgeht zu Hause. Also so nach dem Motto, boah, hast mich schon wieder geschlagen, gibt kein Essen für dich heute Abend, Hocke. Musst du dir selber machen oder irgendwo hinfahren? Nein, weiß ich nicht. Aber trotzdem, ich fände das total witzig, wenn...
ich noch jemanden hätte, der gegen mich bettelt oder mit mir bettelt, könnte ich ja letztendlich machen mit meinen Söhnen. Also ihr habt das ja gehört im Vorspann, der ja kein richtiger Vorspann war. Ich werde sicherlich mit Basti, ist es diesmal, Fortnite ein wenig suchten, vielleicht sogar streamen. Denn der hat mich animiert, ah Papa, stream mal mit uns hier, dann bringen wir dir das Spiel mal so ein bisschen bei. Und ich finde es ganz okay, ich finde die Spiele die vor allem gut. Und ich glaube, es macht auch relativ viel Laune, aber es klaut mir natürlich die Zeit vom Clash of Clans spielen und das darf natürlich nicht sein. Alles, was mir Zeit von Clash of Clans spielen klaut, das muss ich so ein bisschen in den Hintergrund verdrängen. Auch meine anderen Online-Rollenspiele, die ich ja in der Woche nach wie vor so ein bisschen spiele, aber wirklich nur immer so ein, zwei Stündchen. Und dann ist das gewesen, denn das Spiel hier erfordert meine volle Aufmerksamkeit, vor allen Dingen mein Rathaus 11-Account. Und deswegen bleiben wir doch lieber hier, denn das ist mein Content hier. Ich habe gesehen, dass mein, jetzt bin ich mit meinem Handy schon wieder, dass mein Intro-Video fast 1000 Zugriffe hat. Also, wenn mein Intro-Video 1000 Zugriffe hat, dann mache ich mir auch mal ein neues, denn das ist auch schon echt jetzt schon ein paar Tage alt. Und ich habe gedacht, die zwei Minuten nimmst du einfach mal wieder Zeit, machst mal ein ganz aktuelles Intro-Video, also wo wirklich auch dann rauskommt, dass mein Channel hier sehr CK-lastig ist. Das heißt also, ich schaue sehr viel CK, bin natürlich selber in sehr vielen Clankriegen in den verschiedenen Clans und deswegen glaube ich halt an der Stelle, dass ich das so ein bisschen beibehalte. Ich hoffe, das gefällt euch, das Format auch, wenn es jetzt so ein bisschen, ja, manchmal geht es jetzt auch so ein bisschen in die harten Farmfolgen, also mit dem hier, das erkläre ich euch aber so auf Viertel oder auf letzten Drittel des Videos, was es eigentlich damit auf sich hat, dass demnächst auch wieder ein paar Farmfolgen kommen. Klar, ich bin ja mit meinem Elfer hier und der farmt natürlich ganz hart seine Sachen und so ein bisschen das Weiterkommen, denke ich mal, kann ich ein bisschen kommentieren. Das kann man ja mitnehmen, Weiterleveln, wie macht denn der Toto das? Wie kann man da am coolsten vorgehen mit 5 Bauarbeitern? Und da ist vielleicht der ein oder andere Tipp mit bei oder der eine oder andere Hinweis. Und so nach dem Motto, jetzt habe ich, ich nenne das mal als ganz überspitztes Beispiel, Mist, jetzt habe ich zwar mehr meine Infernos auf einen höheren Level, aber meine Clanburg noch nicht und ich finde nach wie vor die Clanburg, ich glaube, da stimmt ihr mir zu, ist hier als frischer Rathaus Elver das allerhöchste Gebot oder das allerwichtigste nach dem Labor natürlich, was man hier erstmal raushauen sollte, denn die Laufzeiten, so ein bisschen nerven sie mich, aber so ein bisschen freuen sie mich auch, denn ich farme hier relativ hoch in der Liga nach dem letzten Event. Das war ja das Magier-Event bzw. das Vierfach-Stern-Bonus-Event. Und da habe ich mir, ich habe mir die Lager ganz gut voll gefarmt und ich bin auch relativ hoch in den Ligen. Das heißt, ich nehme im Moment noch ganz guten Bonus mit und habe dort natürlich dann auch wieder Ziele, aber schöner Angriff hier vom Kevin auf die Nummer 24, also auch wenn wir verloren haben, ist es ja nicht so, dass wir hier nichts gewonnen haben. Also man gewinnt in den Clankriegen immer etwas, nämlich an Erfahrung. Ja? Und die sollte man in jedem Fall mitnehmen, wie der Lichtle hier auch auf die Nummer 11. Ja, das war einer der fürchterlichen Rusher-Accounts hier und die haben uns auch tatsächlich das Leben schwer gemacht, denn wer so ein bisschen bei uns im Ranking jetzt reingeschaut hat, so die Nummer 14 macht unseren Zweier und Nummer 22 macht dann bei uns Nummer 3 und 4 oder so, irgendwie so war das. Dann wisst ihr, mit wem wir es zu tun hatten hier. Und auch im ganz aktuellen Clankrieg ist es nicht ganz anders. Also dort haben wir auch wieder eine Rusher-Bande erwischt, sind unten ganz stark geschwächt. Wir haben nämlich unten 4 Achter und der Gegner hat unten only 9er. Das heißt also, unsere Achter werden in diesem CK nicht zum Sieg beitragen können, aber sie können ein bisschen was reißen, ein bisschen was locken, vielleicht sogar ein bisschen was für ihren Bonus tun, denn wir 9er, 10er, 11er haben uns hier hart vorgenommen, im aktuellen Clankrieg dagegen zu halten. Und denn oftmals ist ja der Gegner in der anderen Situation, das heißt, wir haben etwas mehr Achter, dafür haben die dann die Lohnrathäuser unten, aber sie sind halt im 9er, 10er, 11er Bereich sehr stark. Und diesmal muss es wirklich genau in diesen Bereichen bei uns richtig gut passen. Da könnt ihr aber gespannt sein, das werde ich sicherlich festhalten, denn ich muss ja auch massiv angreifen, bin hier mit 2 Accounts dabei.
Und mit dem muss ich auch liefern. Ich muss auch mit dem Thorsten hier liefern. Ich bin zufrieden. Also das war jetzt mein erster Clankrieg hier als Rathaus 11. Und ich habe mich da, auch dieser Einstern, der hat mich eigentlich, natürlich hat er mich am Ende genervt, dass es nur ein Einsterner war im ersten Angriff auf den RH11. Aber sind wir ja ehrlich, ich bin ja noch ein RH10, der einen Warden hat. Da ist noch nichts RH11, außer dass meine Base wenigstens einmal gedefft hat. Das ist ja nicht schlecht. Das hat mich natürlich gefreut, habe ich auch richtig reingeschrien dann später in den Chat. Ah, gedefft! Und wir sehen hier den Avatar, also auch, oh, das ist ja mein Account, mit seinem 30er Pärchen. Der ist allerdings jetzt aus dem Clan raus. Der spielt jetzt im Hexenkessel erstmal einen CK mit, das hatte ich ja versprochen. Und ich bin hier nur mit dem Avatar reingekommen, weil die im Hexenkessel leider den Clankrieg schon gestartet hatten. Ich hatte vergessen, mich rechtzeitig auf Grün zu setzen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich kann hier bei uns einen Clankrieg mal mitmachen mit dem AFA. Der AFA ist auch so ein bisschen mein Wander-Account. Der wird ja also nicht so super oft sein. Und habe den Leuten drüben versprochen, ich komme auf jeden Fall wieder. Das habe ich auch sofort gemacht. Direkt nach meinem zweiten Angriff habe ich gesagt, und tschüss, ich bin drüben und spiele da ein CK mit. Ich werde euch den Clan vorstellen, das werdet ihr sehen. Und dann wisst ihr so ein bisschen, wo hängt der AFA ab, was macht denn der AFA eigentlich? Denn der AFA ist ja auch in 3-4 Tagen, glaube ich, Rathaus 10. Und dann geht es auch da so ein bisschen los mit Farmen für Rathaus 10, mit Truppen, Leveln und. Also nach wie vor habe ich hier reichlich zu tun. Aber ich muss das Ganze so ein bisschen smoother halten. Also kann auch sicherlich nicht mehr an ganz, ganz so vielen Fronten hier kämpfen. Denn es ist auch wenn man immer sagt, ja, man, sagen wir ja auch oft genug, sind nur zwei Angriffe, die machst du irgendwo in der Pinkelpause oder quetscht die in irgendeiner Schulpause dazwischen oder sonst wo. Aber ist mal gar nicht so, denn du musst dir die Bases angucken, du musst gucken, welche Taktik kann da passen. Du musst schauen, wer hat da schon angegriffen, dann weißt du vielleicht nicht, ist das Ding nicht vielleicht reserviert von jemandem, der schon gesagt hat, ich mache gleich die XY und es ist schon wieder aus dem Chat raus. Denn bei uns ist die Chat Aktivität, ich kann das mal kann ich jetzt gar nicht einblenden. Richtig, richtig krass. Wir waren die Tage, ich glaube, ich habe meinem Hypeak gezählt, von, da waren wir in voller Clan, 50 Leute, waren wir, glaube ich, 20 Leute online. Und das ist natürlich krass. Ich versuche hier mal so eine Challenge zu machen, so nach dem Motto, ich möchte mal an einem bestimmten Tag oder an einem bestimmten, nicht Tag, sondern an einem bestimmten Tag in der Woche, an einer bestimmten Stunde 50 von 50 im Chat sein. Das ist natürlich cool. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bei euch im Clan gehabt habt, dass der volle Clan da war. Also wirklich alle waren online da. Dann ist natürlich im Chat die Hölle los, gar keine Frage. Denn das ist ja eigentlich auch das Schöne an Clash of Clans. Es ist so dynamisch den ganzen Tag über. Es ist mal jemand da, mal ist weniger da. Und wir sind ja eigentlich ein rein rassiger deutscher Clan im Moment. Ich weiß gar nicht, ob der Mo noch im Ausland ist. Irgendeiner war ja von uns in Neuseeland für ein Jahr. Der war natürlich von der Zeitzone her etwas verschoben. Und aber so internationale Clans, ich war ja in einem internationalen Clan mit dem Avatar, nämlich in einem indischen Clan, der aber international gespielt hat. Dort waren wir, dort waren Inder, dort waren Deutsche, also ich, dort waren Engländer, dort waren Amerikaner. Das war absolut so eine internationale Truppe. Und da wirst du das natürlich kaum auf den Schirm kriegen, dass mal wirklich alle da sind. Ich meine, die Zählung ist ja auch noch nicht lange da. Und das ist dann aber schon eine krasse Sache. Da kannst du dann mitten in der Nacht durch Truppen anfordern, die kriegst du, weil irgendeiner in deiner Zeitzone oder in den anderen Zeitzonen plötzlich online ist und kann dir da was spenden. Also das macht auch Laune, kann ich euch sagen. Und ich habe auch, glaube ich, mal erklärt, warum ich mit dem Avatar so lange da war. Denn die haben mich eingeladen, vermutlich, weil ich mal jemanden richtig abgenatzt habe. Und dann haben die mich auch nett begrüßt und habe ich gedacht, ach komm, bleibst einfach mal hier und discht einfach mal so ein bisschen dein Englisch. Denn das tat mir richtig gut, muss ich sagen. Dort wurde Englisch gesprochen im Clan, ab und zu natürlich auch mal, ich weiß gar nicht, was sie da sprechen, Hindu oder Bangla. Halt ihre Sprache, hätte ich mal fast so gesagt. In Indien spricht man da doch etwas mehr Sprachen als nur Indisch, sage ich mal. Und von daher war das war für mich eine richtig coole Erfahrung. Also ich will jetzt nicht sagen, kann ich jedem mal raten, geht mal in einen ausländischen Clan. Dort kann man nämlich seine Sprachkenntnisse richtig krass aufwerten. Und denn die Leute sprechen natürlich auch nur so mit mir. Glaubt man nicht, dass sich jemals jemand bemüht hat, mit mir Deutsch zu sprechen? Also in keinster Weise. Und
Das war, ja, war eine coole Sache. Ich bin dann zum Start, glaube ich, RH9 bin ich da rausgegangen. Ich war da seit RH4, meine ich. Ja, ich glaube seit Rathaus 4. Von 4 bis fast 9 war ich in diesem Clan. Und das war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Die sind auch mittlerweile Level 14, haben auch dazugelernt. Und damals ganz, ganz witzig. Ich erzähle heute nur Geschichten, ne? Damals ganz, ganz, oh, 97% FIFO, das ist natürlich böse. Damals ganz, ganz witzig. Der Clan wurde geführt von einem Bankerpärchen. Ja, also beide, sowohl Mann als auch Frau, waren im harten Bankengeschäft tätig tagsüber, aber haben Clash of Clans gespielt. Und das fand ich so beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe die auch in einer WhatsApp-Gruppe gehabt, also auch als man kennt sie dann auch visuell. Ja, also wie sie aussehen, was sie machen, kommen ja immer mal wieder ein paar Fotos durch und ein bisschen Action von der Börse oder aus der Bank. Und das fand ich da damals schon richtig spannend, habe ich gedacht, meine Herren, ja, man muss einfach nur Spaß am Leben haben und Spaß an Clash of Clans vor allen Dingen haben. Und dann triffst du hier die absolut unterschiedlichsten Leute und ob das jetzt Schüler sind, ob das Erwachsene sind, ob das Ältere sind, Rentner sind. Noch ist es nicht bei mir noch nicht so weit. Trotz des Opis in meinen Streams ist es noch nicht so weit. Aber auch heute hat mir jemand einen ganz, ganz lieben Kommentar unter einem meiner Videos geschrieben und hat sich für Rechtschreibfehler entschuldigt. Das müsst ihr nicht machen. Also da stehe ich vollkommen rüber. Und wenn das dann andere als hämisch empfinden, nur weil jemand ein paar Rechtschreibfehler in einen ziemlich langen Text gepackt hat, weil er halt noch nicht so alt ist, ja, und noch nicht so erfahren ist. Ich habe ja auch viele jüngere Zuschauer, die sich an dem alten Opi-Content hier erfreuen. Dann ist das halt so. Ich habe, glaube ich, auch geschrieben, du, dass ich behalte die Rechtschreibfehler einfach, weil die stören mich überhaupt nicht, denn man kann absolut klar lesen, was er gemeint hat. Und von daher, ja, ist das ja eine riesengroße Familie hier bei Clash of Clans. Auch wenn ja die Altersunterschiede manchmal krass sind. Also bei uns im Clan ist es jetzt nicht ganz so krass. Wir sind alle Ü18, aber im Tour 2, da sind dann doch schon Jüngere dabei. Und ich denke ja manchmal über genau diese Situation nach. Dann denke ich auch, Mensch, Thorsten, du mit deinen 51, musst du jetzt so einen 15-, 16-Jährigen irgendwas sagen. Der lässt sich, wenn du vor ihm stehen würdest, würde er sich das sicherlich nicht sagen lassen, so nach dem Motto, was willst du denn? Ja, aber also so ist das hier manchmal. Das finde ich natürlich auch ganz spannend und ganz witzig, ist aber auch in anderen Spielen so. Ihr wisst nie, wer dahinter steht oder wer dahinter steckt. Und von daher kann man ja nie sagen, das ist ein Kid oder das ist ein Opa. Na, was es auch immer ist, der FIFA hat hier leider nur 97% bei eigentlich diesem richtig guten Angriff gemacht. Und ich rede auch schon wieder ziemlich viel. Ich muss ja mal einen Schluck Apfelsaft nehmen, wie es einer meiner Online-Freunde immer so sagt. Und der schmeckt heute auch gut. Muss ich mal so sagen. Ja, heute mische ich euch die Musik wieder rein. Ich habe es ja gestern endlich hingekriegt, vom Tablet mal ein Stück aufzunehmen. Also derjenige, der gedacht hat, auch bei mir in den Kommentaren, das wäre geschnitten gewesen gestern. Nein, das habe ich gestern wirklich an einem Stück am Tablet aufgenommen. Und dementsprechend habe ich da mal keine Pause reingebracht, genau wie in die Stück hier. Ich glaube, das hört man auch, denn so ab und zu kriegst du ja doch einen Schnitt mit. Nicht wirklich, aber hier oben in den Bereichen war es jetzt schon schwierig. Und das war ja ein 30er CK, die großen CKs, das ist auch bei uns ein bisschen leidig. Die haben wir noch nie gewonnen. Ich will nicht sagen noch nie gewonnen, aber wir haben sie selten gewonnen. Apropos großer CK. Ja, ich hatte, glaube ich, in meinem Livestream oder ich hatte es bei Sky im Livestream gesagt, dass ich um die Weihnachtszeit rum, ist ja echt nicht mehr lange, wenn man mal ein bisschen auf den Tacho guckt, mit euch einen Clankrieg spielen möchte. Das heißt also, ich mache den Clan Herausforderer auf, komme dann auch mit dem Thorsten-Account da rein, denn ich glaube, bis dahin werde ich die Bola sicherlich auf Level 3 haben. Das heißt, ich kann wenigstens eine Max-Truppe spenden, vielleicht sogar zwei. Müssen wir mal gucken, denn die rennen ja auch 14 Tage. Und von daher freue ich mich aber, dass ich das einfach schon mal so ganz, ganz grob ankündigen kann. Ich habe noch keinen genauen Zeitplan im Blick, aber ich habe da jetzt schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir das Ganze gestalten. Also das Ganze mache ich nicht abhängig von meinem Kalender, der immer noch voll ist,
sondern mache das Ganze so ein bisschen, ja, es muss so ein bisschen passen. Also Datum und Uhrzeit müssen irgendwo passen, so dass wir mindestens einen Livestream damit reinkriegen, dass wir eure Kämpfe vor allen Dingen sehen im Livestream und das unter Umständen, je nachdem, was wir für Leute reinkriegen. Also klar peile ich natürlich so ein bisschen die Abendzeit an, da ich ein Abendzeitstreamer bin am Samstag. Also Start wird sicherlich freitags dann sein. Und einladen kann ich mir vorstellen, werde ich dann am Donnerstag, also einen Tag vorher, sodass wir uns nochmal alle finden. Alle, die dann doch keinen Bock haben, können auch wieder gehen. Also ich würde mich schon freuen, wenn wir 50 sind, 50 Angriffe pro Mann haben. Also mindestens 2x50 wäre natürlich noch schöner. Der ein oder andere geht dann vielleicht vorher schon ein bisschen entnervt. Aber ich plane halt da so ein bisschen auch mal einen Live-CK im Stream. Und auch dann das ein oder andere Video vorher, nachher, müssen wir mal gucken. Und wir gucken jetzt aber mal, warum blieb eigentlich die 4 auf? Ich glaube, ich weiß es schon. Ja, das ist so eine typische CK-Base hier aus der Legendenliga. Ja, diese Base hier wird sehr, sehr gern auch in der Legendenliga genommen. Und mit den Außenliegenden, ich wiederhole das jetzt mal, was der Olli mir ein bisschen beibringt, ist ja so ein bisschen mein RH11-Mentor. Mit den Außenliegenden Luftabwehren hier, wenn du mit Lufttruppen angreifst, das macht der Norman hier jetzt nicht, dann werden deine Truppen ganz weit nach außen gezogen und keine Truppe will hier großartig in die Mitte rein. Aber eigentlich kommt der Norman hier mit seiner Standardkombi, also Warden und erstmal mit seiner Queen hier. Das sieht auch eigentlich noch ganz gut aus und ich glaube auch der Norman hatte eigentlich in beiden Angriffen erstmal ein gutes Gefühl. Aber in beiden Angriffen ist er den Inferno schon erschreckend nahe gekommen, muss man sagen, mit seinem Queen Walk, denn ja, du kommst ja erstmal nicht dran und hast keine Chance. Ja, die Queen ist erstmal dauerhaft da, wirklich dauerhaft dem Inferno ausgesetzt, jetzt ist sie weg und jetzt springen auch nochmal die ganzen Skellies hier so ein bisschen hin und her und werden auch nicht ganz gegiftet. Ihr seht das jetzt, der Warden zieht ab hier, der Bowler schafft nicht mehr alle und jetzt haben die anderen Truppen hier die Hexen an der Hacken und die, ja, es, da reicht eine Hexe, ah, die ist ja doch noch gerade so weg, aber letztendlich hat es an der Stelle nicht gereicht, das war alles ein bisschen, ja, diese Skelette nerven dann, vor allen Dingen, habt ihr das gesehen, Queen geht tot, Warden wendet sich einem anderen Ziel zu, jetzt hat er zwar noch die Walküren, aber er hat natürlich keinerlei Funnel hier schlagen können und wollte sicherlich noch das Beste draus machen, aber der Adler ist hier natürlich voll dabei und, so viele Valkyren schaffen nicht mal mehr dann zwei Defenses, also ist auch schon stark, aber ich denke mal ich kann mir vorstellen, beim Norm gehen auch die Valkyren hier auf Level 5 hoch, ja, und hier oben, ja, ihr seht's, das ist alles ein bisschen dünne hier, der Sensor hat's hier oben probiert, also 10 auf 1, aber wo war ich hier im Schengen geblieben? Ja, beim Livestream, beim Clanwo-Event, also wie gesagt, ich habe das erstmal so ein bisschen in Planung, ihr habt das jetzt schon mal erstmal gehört. Und ich werde das mal so ein bisschen ins Auge fassen. Werde sicherlich auch noch so ein bisschen Feinplanung betreiben, wie wir das am günstigsten gestalten. Also das wird vielleicht dann auch ein etwas längerer Livestream, kann ich mir auch vorstellen. Denn so 2-3 Stunden reichen da ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht zu 50 Leuten sagen, Leute, greift mal bitte in der Zeit zwischen 8 und 12 an oder so. Das haut dann natürlich nicht hin. Und ich werde den einen oder anderen dann letztendlich auch mit ins Video mit reinnehmen, aber ich freue mich, ich würde mich freuen, wenn wir Spaß haben, also wenn wir trotz des Clashens, wir sind ja ein Level 1 Clan, also der Clan, ich werde ihn dann ja noch vorstellen, wer ihn noch nicht kennt, ist ein Level 1 Clan und da haben wir natürlich, da haben wir ein bisschen Spenderpause, das heißt also, wenn eine 35er CB dort voll werden sollte oder müsste von einem Rathaus 11er, dann dauert das natürlich. Ja, weil ihr müsst zweimal fordern, wir kriegen die mit einem Rutsch nicht voll, außer man fordert immer Golem und einen Riesen oder Hund und Loon, dann werden die natürlich voll. Aber wenn man jetzt kleinere Truppen fordert, dann wird das natürlich nichts und deswegen ist das sowieso eine spannende Sache. Also ich werde sicherlich dann auch aufrufen, dass wir alle Rathausstufen suchen und auch alle Rathausstufen haben. Ja, also wir brauchen natürlich ein paar Elfer, wir brauchen ein paar Zehner, wir brauchen einen Haufen Neuner, wir brauchen einen Haufen Achter. Und ich denke, wir können ja so bis auf Rathaus Level 6 runtergehen.
weiß ich auch noch nicht so genau. Viele sind da ja schon drüber hinweg, weil es ja doch relativ schnell geht. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ich einige von meiner Community dort sehe. Einige, die ich kenne, einige, die mich kennen oder auch ganz, ganz Unbekannte, die mich noch nicht gefunden haben, aber trotzdem plötzlich mitkriegen, hey, da ist ein Clan offen. Also unter Umständen mache ich dem Clan auch nicht ganz, ganz auf, sodass erstmal alle wirklich so boah, da reinkommen, sondern ich sag mal so, wenn dann so ein Rathaus 4 oder 5 dann rein will, mit der keine 1000 Pokale hat, dann kommt er natürlich nicht rein. Also nur mal als Beispiel, so ein bisschen werde ich das filtern, dass wir auch einen ordentlichen CK spielen. Und ihr habt es aber jetzt schon mal gehört. Ich hoffe, ihr habt euch nicht beirren lassen von meinem Anfang von Fortnite. Aber hier ist im Moment, ja, es ist kein Stillstand da. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir die Burg ganz gut voll gemacht, bin auch ganz nett in der Liga im Moment. Meine Lager laufen noch und mein Labor läuft allerdings in einem Tag 22 Stunden aus. Das heißt also, wir kriegen auf jeden Fall mit, wenn die Barbaren, wissen wir noch nicht, fertig sind oder nicht fertig sind, denn die sind ja mit dem Labor hier exakt noch 7 Tage gelaufen. Und ich habe aber ein bisschen vorgesorgt, 200.000 werden die Bowler kosten. Ich denke, die werde ich als nächstes machen, da stimmt ihr mir ganz, ganz sicher zu. Denn ich habe ja hier ein bisschen was in der Treasury drin, also ich kann auch ein bisschen mit Dunklen hier weitermachen, kann ein bisschen weiter üben und würde aber sagen, mit einem kompakten Blick vor meiner Base und auch von meinem Clan hier, voller Clan, verabschiede ich mich. Bis dahin, euer Toto. Clash.